Grüße auf dem Kanal vom Benutzernamen. Mein Name ist Pianoschulz Gaming. Neben mir sitzt die Pianofrau und ich dachte, ich hole mir nochmal, oder wir holen uns nochmal Verstärkung dazu. Er hat den Platz 2 bei der Mini-Park-Challenge vom Benutzernamen belegt. Hallo, ja. Creator! Einen wunderschönen guten Abend euch, Lieben. Ja, Creator, hallo. Du bist ja auch aktiver Planet Coaster-Bauer und ja, guck dir mal an, was der Kerl hier wieder zaubert. Das, also ich kenne ja so nun seine ganzen Folgen schon und die sind echt mega. Also was der da macht, ist schon, voraus. Ist krass. Also ist schon echt mega. Mega, mega, mega. Vor allen Dingen aus die Kleinigkeit, die er hier macht. Also so würde ich persönlich es nicht schaffen. Ich bin so eher der große Bauer, der macht aus Kleinigkeiten. Also erstens stellst du jetzt gerade mal wieder dein Licht unter den Scheffel, wie du es gerne machst, was Quatsch, also ist Quatsch. Du baust genauso detailliert, nur auf eine andere Art und Weise. Also du hast ein Augenmerk auf andere Sachen, baust aber trotzdem sehr detailliert. Ja. Und zum anderen... Und auch mit viel Liebe. Genau, auch mit viel Liebe. Und zum anderen, ja, also diese ganzen Metallarbeiten, die er da gerade macht, die sehen echt cool aus. Also ich mag das. Auf jeden Fall. Das sieht schön klasse aus. Ja. Und dann noch die ganzen Lichter dabei, sehr schön. Nur es ist natürlich, wie gesagt, da muss man auch genau wissen, auch jeder, der jetzt zuguckt, sowas ist natürlich ein echtes Mammutprojekt. Ne? Da habt ihr richtig was zu tun. Und da muss man auch am Ball bleiben. Ich kenne das selber, ich habe ein Großprojekt gestartet. Das habe ich auch lange durchgezogen und habe dann so ein bisschen zur Zeit gerade auf die Bremse getreten und sagt, ich will gerade nicht mehr weitermachen. Andere Leute wollen mich hier, ich will keine Namen nennen, Creator, wollen mich immer dazu bringen, dass ich weiterbaue. Was ich auch in der letzten Folge schon angekündigt habe, ja, liebe Leute, bei mir auf dem Twitch-Kanal wird es demnächst mal wieder einen Planet Coaster-Stream geben. So. Ist auch noch Eigenwerbung. Jetzt genug Eigenwerbung in dreister Sache gemacht. Ich höre gerade, wir dürfen Eigenwerbung machen, alles gut. Ja, wenn wir ja schon in der Beschreibung verlinkt sind. In der Beschreibung, klar. Guckt auch beim Creator vorbei, auch der spielt gerne Planet Coaster und auch auf einem tollen Niveau Planet Coaster. Ansonsten murmelt der zwischendurch sehr gerne. Auch das ist sehr spaßig bei ihm. Marvels on Stream. Ja, bei mir gibt's so alles gemixt. Den bunten Mix aus allem. Und ja. Creator, was hast du denn aktuell eigentlich als Projekt bei Planet Coaster bei dir? Aktuell sind wir bei der Planet Coaster Park Challenge beziehungsweise Roulette. Und zwar bauen wir zu viert an vier verschiedene Parks, wo quasi jede Woche einmal das Park Roulette, also quasi dieses, die Parks einmal komplett gedreht werden. Mhm. Und jeder muss dann einen anderen Park von den anderen weiterbauen. Das heißt also, am Ende habt ihr im Grunde vier Community Parks, beziehungsweise genau. Vier Parks, wo jeder was dran gebaut hat. Genau. Das ist ein cooles Konzept. Das ist sehr eine schön. Lustige Sache. Das ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Das Problem ist halt bloß, die Leute dafür zu finden, die da auch stets und ständig bei sind, weil das ist ein Projekt nicht nur über zwei Tage oder drei Tage, sondern das geht tatsächlich über ein ganzes Jahr. Bis zum Park. Das muss man sich im Klaren sein bei sowas, genau. Natürlich. Genau. Nee, also. Ich lasse mich mal überraschen, wie das hier weitergeht, also dieses Utopia-Projekt. Da bin ich absolut gespannt drauf. Er baut die Wege halt echt gut. Ich bin einfach nur schockiert, das fasziniert mich so. Und das fasziniert mich bei jedem Planet Coaster-Spieler. Wo ich mir denke, Mann, und du bist zu doof, das umzusetzen. Ich habe Ideen in meinem Kopf, aber ich kann das nicht umsetzen. Ja, aber ich finde so ein Video oder solche Speedbills, sollte man auch als Ermutigung sehen. Leute, macht's einfach. Testet's euch aus. Guckt, wie es passt. Ich habe jetzt so viele neue Inspirationen gekriegt, dass ich am liebsten jetzt direkt Planet Coaster starten würde. Ich vom PC verscheuchen würde, Planet Coaster öffnen wollen. Öffnen möchte und an möchte. Und wenn du morgen am Nacht, wenn du dann auf Nachtschicht bist, denke ich mir, toll. Du hast die Zeit, du willst, aber tust es nicht. Also ich sehe morgen nicht, dass Planet Coaster geöffnet wurde, dann gibt's aber Ärger.
So, jetzt kommt anscheinend die nächste Ebene. Das müsste Ebene 5? 5, 6? Ich blick schon durch. Ich versteh's auch nicht mehr. Wenn wir bei der 4 in der letzten oder vorletzten Folge waren. Ich weiß ja nicht, ob es damals 4 war. Aber auf jeden Fall, es geht weiter. Also wenn Kelly richtig mitgerechnet hat, ja. Ja, wird schon passen. Wird schon passen. Auf jeden Fall geht es weiter mit der ganzen Deckenstruktur jetzt. Ja gut, hier die Stützen stehen ein bisschen im Weg. Die werden sicherlich gleich entfernt, wie ich den User kenne. Die sind jetzt erstmal nur da. Die sind einfach nur ja, anwesend. Ja. Oder ist bleiben so. Was auch faszinierend hier. Sieht so geil aus, ey. Passt alles so schön zusammen. Da ist halt ein klares Konzept drin. Also beziehungsweise er hatte mir vorher mal gesagt, so als Stimme aus dem Off, nee, da ist nichts geplant. Also das macht er alles so, da sind halt längere Denkpausen, die hat er in den Speedbuilds rausgeschnitten. Genauso wie das Terraforming ist auch komplett rausgeschnitten. Ja gut, aber Terraforming, ganz ehrlich, da muss man selber rumprobieren. Terraforming finde ich. Und fluchen. Also ich bin auch jemand, der vermeidet es, Terraforming einzusetzen. Total. Und ich liebe Terraforming. Also tatsächlich, Terraforming ist mit einer der besten Sachen, die man machen kann. Ich wäre, wenn ich Terraforming machen würde. Ja. Sehr gut. Das Einzige, was ich wirklich gar nicht mag an Planet Coaster, ich glaube, da rede ich für alle Planet Coaster. Wenn jetzt mit Spieler, kommt, haben wir in den letzten 3 Folgen thematisiert. Ja. Sorry, aber das muss ich jetzt auch nochmal mit einbringen. Also tatsächlich. Jetzt sind wir ja hier auf YouTube. Hier gucken ja ein paar Leute zu und wahrscheinlich auch ein paar Leute, die auch Planet Coaster spielen. Ich möchte jetzt mal bitte, dass ihr in die Kommentare unten haut, wie gut ihr das Wegebausystem von Planet Coaster findet. Und ich wette, ich gehe eine Wette ein, es wird so gut wie niemand sagen, ey, ist alles perfekt, das können wir genauso lassen. Das wird kein Mensch sagen, weil, nee, also das ist echt halt einfach ätzend. Naja, aber gut. Ich sehe mal auch wieder das Speichern gerade. Ja, immer wichtig, Leute. Ganz wichtig. Der Toaster kann auch zwischendurch mal crashen. Ja. Kann ich aus eigener leidiger Erfahrung sagen. Deshalb immer mal zwischendurch einfach mal kurz ins System gehen und auf Speichern klicken. Ganz wichtig. Ja, jetzt sehen wir gerade hier das langweilige Terraforming, das nicht rausgeschnitten wurde. Aber jetzt ist mal interessant zu sehen, weil jetzt sieht man es mal, wie es gemacht wird oder wie er da überhaupt vorgeht. Also er baut sich jetzt quasi die Ebene. Ja, jetzt ist aber vorbei. Jetzt nimmt er uns das ab. Alles klar, Leute. Ciao.